Moin meine Tube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yugi News. Diese Woche gab es wieder ein bisschen mehr an Neuigkeiten, da würde ich sagen, steigen wir ein und quatschen drüber. Und die erste Neuigkeit, mit der wir anfangen, ist natürlich erstmal Master Duel. Standardmäßig immer zuerst dran. Ja, da gibt es einiges an neuen Karten seit gestern, die eingeführt worden sind. Viele Karten aus dem Alba Structure Deck, das heißt, yay, Despia Fusion Engine jetzt auch ein bisschen mehr spielbar in vielen anderen Varianten. Und weitere Karten, die halt unter anderem halt auch aus Battle of Chaos sind und so langsam halt der Support so aus Anfang des Jahres da mal mit nachtröpfelt. Und was ich sehr cool finde, das würde ich auf jeden Fall für unseren Solo-Modus-Speedrun dann demnächst mal abchecken, ist der neue Mermail-Solo-Mode. Ich bin gespannt, was sie da für Mermail reingeschmissen haben. Ist ja ein Deck, was ich sehr gerne spiele und auch Slash. Und das finde ich halt sehr cool, dass sie das damit auch reingebracht haben. Dann reden wir mal über Darkwing Blast. Das Set, das ja demnächst mal für uns rauskommen wird. Das nächste Hauptset nach Power of the Elements. Das Premiere-Event wird am 15. Oktober sein, also das Wochenende rund um den 15. Oktober. Und wir kennen jetzt nun auch die Promo, die dort drin erscheinen wird. Das ist nämlich die Muckraker from the Underworld, oder wie sie heißt. Das ist diese News-Reporterin, über die wir schon mal gesprochen haben vor einigen Wochen. Das ist halt die Promo und ja, die kennen wir ja schon. Das ist ja quasi, die habe ich ja, ich glaube, so ähnlich genannt, wie dass sie der passiv-aggressive Support-Karte rund um Dark Worlds wäre, weil man das wahrscheinlich da so ein bisschen mit den Karten auch ausprobieren könnte, die ja, da kann ich quasi einen Monat, etwas mehr als einen Monat nach dem Release von diesem Set natürlich auch noch rauskommen und das kann man halt theoretisch da auch mit drin spielen, wenn man möchte. Dann haben wir eine neue Promo, ich glaube, das ist eine V-Jump-Promo, das ist Kitty Tail Mystical Beast of the Forest. Da haben wir, glaube ich, auch schon einige Monster aus diesem Bereich und die klingt sehr interessant. Das ist ein Generic Dumper für Beast, Beast Warrior, Winged Beast, das kennt man ja, aber dann noch Insekten oder Pflanzen on top da drauf. Quasi alles, was bisher mit irgendwie Mythical und Mystical Beast zusammen irgendwas getan hat. Und das auf Normal Summon. Das ist interesting. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Also, da fällt mir jetzt nicht alles so spontan ein, aber wenn ich alleine aus meinen Insekten denke, mit Resonanzinsekten, Skogipol, alles, was man da hinpfeffern kann, da geht noch einiges mehr mit allen möglichen Kram. Das ist ja eine sehr große Engine. Das ist jetzt mal ein Armageddon-Ritter halt ein bisschen anders für bestimmte Themen, da vielleicht Armageddon-Ritter jetzt nicht so aktiv werden könnte, beziehungsweise die Karte ist sowieso limitiert, glaube ich, momentan daher. Interesting. Und der zweite Effekt ist, der ein Search halt dort ist auch halt nice to have, aber ob man den dann auch am Ende getriggert bekommt, muss man mal schauen. Schließlich muss der Gegner dann halt auch in diese Karte irgendwie reinspielen oder ja. Also ich glaube, das ist halt nice to have, so ein quasi so, oh, ich lasse mal die Karte liegen, mal gucken, ne? Wenn du sie loswerden willst, kriege ich den Search so ein bisschen mehr nach dem Motto als eher so, boah, das ist jetzt ein krasser Effekt, den würde ich jetzt jeden Turn resolven. Wahrscheinlich nicht. Dann haben wir zwei neue Support-Sachen in, ich weiß gar nicht, wie das, Photon Hypernova oder wie das Ding heißt, das Set, das Nachfolgerset nach Darkwing Blast müsste das sein, ne? Ich glaube, ja, das müsste das Set Darkwing Blast sein. Ich glaube, ja, das müsste unser früher Set, ja. Wie dem auch sei, wir haben Support für Chaos und das ist interesting. Es klingt zum Teil super spicy, vor allem auch das Chaos Beast, das erinnert mich halt super hart an den Chaos Ruler, so von Utility und so weiter und so fort, auch wenn das Ding halt nicht generic ist, da kann aber halt eine Menge Advantage generieren. Und durch die Spielweise, wie das Deck halt auch die spielt, ist es halt auch relativ einfach. Natürlich ist er halt nicht so easy zu beschwören wie halt Chaos Ruler, aber hey, den kann man da ja natürlich auch noch mit reinschmeißen und das Ding halt noch on top daneben synchronisieren. Ist schon sehr interesting. Und die haben auch noch eine Trap, die quasi eine Synchro macht mit der Banished Zone. Quasi, was ist das? Parallel World Fusion quasi als Trap für Synchros, aber das ist auch keine richtige Synchros, ich glaube, das ist nur einfach ein Special Summon. Okay. Also bisher überzeugen mich so ein bisschen die Synchro-Monster, die finde ich sehr cool. Als die Main-Deck-Monster, wenn die auch nicht so uninteressant sind, einige arbeiten ja miteinander zusammen, finde ich gut, dass sie halt auf Synchro dann irgendwie, beziehungsweise halt ja auf Synchro Light und Dark halt quasi locken, weil allein das Thunder-Ding ist so, wo ich mir gedacht habe, oh, du bist ein Handeffekt vom Thunder deaktiviert. Wenn irgendwann mal Koloss wieder zurückgebe, wärst du Abuse-Material, aber dadurch, dass das halt eingeschränkt ist, dass man was mal specialen kann, ist es natürlich, kommt das, glaube ich, nicht zustande, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Aber wie dem auch, ich kann das auch gar nicht so gut bewerten, weil ich habe schon ewig keine Chaos-Strengths oder Chaos-Varianten gespielt. Da gibt es eine Menge Optionen, die man scouten kann und schauen kann, okay, was kann man mit wem irgendwie kombinieren. Da gibt es bestimmt irgendwie krassen Kombos, die man da rausspielen kann. Auf den ersten Blick sieht das erstmal ganz okay aus. Sieht jetzt ist nicht so krass aus wie Bistet. Ich weiß auch gar nicht, ob man die miteinander kombinieren kann. Theoretisch könnte ich mir das vorstellen. Das ist das, was jetzt in Darkwing Blast rauskommt, dieses Drachenthema da.
theoretisch möglich, muss man da mal schauen. Was ich sehr interessant finde, ist, dass sie halt vor allem auch versuchen, irgendwie E-Teleporter jetzt mit reinzuhauen. Die kriegen da hier so ein Psychic-Monster, so, ey, ich kann auch Stufen manipulieren und so und, okay, interesting. Bevor wir hier weitermachen, hier nochmal ein kleines Shoutout an meinen Sponsor, CustomPlayMat.shop. Falls ihr noch an einer individuellen Matte arbeitet und die euch mal selbst ausdrucken wollt und ausprobieren wollt, beziehungsweise halt allgemein überhaupt nach Matten, Utensilien oder Matten sucht, könnt ihr bei meinem Sponsor CustomPlayMat.shop beim nächsten Kauf mit dem Code RenderBrain-15 15% auf euren nächsten Einkauf einfach sparen. Solange keine andere Aktion läuft. Und nun wieder zurück zum Video. Aber die wichtigste News, und das hätte ich niemals gedacht, dass das irgendwie mal cool werden würde, die kriegen... Es gibt Gishki-Supporter drin. Das heißt, Hidden Arsenal-Thema, Dual-Terminal-Storyline mehr oder weniger wird ein bisschen wieder aufgegriffen. Und der Support, der da drin ist, ist... Huh. Interesting. Der Grim Gishki, der ist mega. Der ist ja quasi ein Shurit für das Ding. Moment. Ich korrigiere. Sie haben ja selbst schon zwei Monster, die sich als gesamtes Tribut anbieten können für eine... Oder als Tribut... Material werden können für eine Ritualbeschwörung. Also quasi ist es sowieso deren eigene Mechanik. Schuld können wir aber da weglassen. Ja, wobei quasi Kappa, Ritual Raven, whatever, ne? Halt auch so ein Tributmaterial Ersetzer. Plus, dass der halt auch noch ein Gishki aus dem Deck specialt. Nice! Mit Abyss kann man dann da halt wirklich Search Palooza loslegen lassen. Und das neue Ritual Monster ist halt auch eigentlich sehr nett. Dann kriegen sie halt eine sinnvolle Karte, die halt auch was im gegnerischen Spielzug mal macht, also sprich den Gegner ein bisschen aufhält, so irgendwelche Interaktion und nicht nur einfach, ich mache hier 3000 mal sie Gigaso und dann overlay ich die für einen Guss auf Max oder so. Das war immer so weird, was sie da drin gemacht haben. Die neue Ritual-Zauberkarte ist so, hä? What? Die kann gegnerische Monster als Tribut für die Ritualbeschwörung anbieten. Oh ja, jetzt wird's richtig spicy, also dass sie das kriegen, ist sehr nice. Man, okay, kostet halt einiges an Lifepoints, aber das kennen die ja schon. Ich glaube, die haben die Arme der Aquamirror und die haben halt noch diesen Photomirror, glaube ich. Der kostet, glaube ich, Lifepoints für 500 LP oder so pro Stufe, damit man halt quasi auch damit eine Ritualbeschwörung machen kann. Aber hey, das ist ein sehr cooles Removal und das könnte ich mir halt auch als eine sehr interessante Mechanik auch für andere Ritual-Themen vorstellen, dass dann vielleicht andere Themen halt das auch mal bekommen, dass wir gegnerische Monster zu gut anbieten. Ist eine nette Mechanik. Dann haben die auch noch Aquamirror Focalization, glaube ich, ist das, wenn man es richtig ausspricht. Digga! Der Ding searcht Gishkis. Schon mal top. Das heißt, ihr könnt den Special Summoner suchen, der den anderen specialen kann, der on Special, also on any Summon, glaube ich sogar, einfach nochmal eine Karte suchen kann, die 1000 Attack oder weniger hat, also sprich, die können sich auch gegenseitig irgendwie suchen, specialen. Und dann kann das Ding auch noch in der Endphase noch Aquamirrors aus dem Deck oder Friedhof setzen. Und dann denkt man sich so, oh, boah, das ist schon ziemlich krass. Und das Beste ist dann am Ende noch so, Moment, haben wir überhaupt richtig gelesen? Der erste Effekt, dass man sich einen Gishki suchen kann. Moment. Das ist nicht once per turn? Nur der zweite? Kein Soft once per turn, ich meine irgendwie, ist something? Ja gut, Soft ist macht jetzt keinen Sinn bei einer normalen Spell, aber... Also Consistency... Chapeau hier von meiner Seite aus für das Deck. Wow. Die kriegen ordentlich Consistency. Aber man muss halt immer auch ein bisschen so ein bisschen zurückgehen und so ein bisschen das mal von der Seite betrachten. Ja, das haben sie auch benötigt und das brauchen sie auch. Wird das Deck jetzt krass dadurch werden? Weiß ich nicht. Also sie kriegen eine sehr interessante Möglichkeit, also going second Boardbreaker Deck schon fast mit dieser neuen Ritual Spell theoretisch zu spielen. Beziehungsweise First Turn können die halt extrem viel searchen und Stuff machen. Ob das nachher jetzt krass wird, muss man gucken, weil halt, ne, dann kommen da wieder die Karten zum Schloss für irgendwas, weiß ich alles, Mistake und sowas, wie halt auch gegen Necros. Ah, da habe ich auch das, wenn wir, keine Ahnung, die nächsten Jahre mal auch wieder Necros-Support kriegen. Trap und so, wer ist damit, Konami? Aber, das klingt sehr geil, also, wird das Meta? Probably not, das würde ich nicht sagen. Aber wird es endlich mal ein bisschen mehr kompetitiver, das Deck, als es vorher war? Boah, definitiv, da kann man so viel mehr machen damit. Ich bin gespannt. Ich bin ja per se jetzt kein so ein großer Gishki-Fan. Die Envoy schon. Vielleicht wird der sich das ja mal anschauen und vielleicht sogar ausprobieren. Bin ich mal gespannt. Aber das klingt sehr nice. Also ich kann mir vorstellen, ich habe ein paar Zuschauer, die auch Gishki feiern. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie feiert ihr den Support. Und ey, das muss noch nicht alles gewesen sein. Vielleicht gibt es noch mal einmal eine Karte on top noch mal drauf, wird noch mal irgendwann revealed, weil die hauen nicht unbedingt immer alles raus. Und zu Beginn. Und das klingt schon mal sehr guten Einstieg. Selbst wenn das alles ist, ich glaube, da kann man schon einiges mehr Interessantes jetzt mit Gishki machen, als man das vorher konnte. Ja, das war's dann hier von mir mit dieser News diese Woche. War eine Menge los und ja, ich bin mal gespannt, was so die nächsten Wochen auch so alles auf uns zukommen wird. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, Sie sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.